Im Rhythmus der Explosionen schließen und öffnen die Klappenventile das Rohr, um immer wieder Luft für eine neue Verbrennung hereinzulassen. Das Gerät startet klar auf dem Geschütz. Gezeigt wird ein Triebwerkprobelauf. Zündung einschalten. Der Druck der Anlasspressluft stimmt. Der Platz hinter dem Rohr ist geräumt. Ein Druck auf dem Knopf. Teillast. Volllast. Die Klappenventile arbeiten. In dem Rohr spielt sich der geheimnisvolle Vorgang der aufeinanderfolgenden Explosionen ab. Das Gerät ist fertig zum Abschuss. Treibstoff und Pressluft sind eingefüllt. Die Bordbatterie ist eingesetzt, alle Geräte sind überprüft. Auch der Flugauftrag ist erteilt, denn an der Steuerungsanlage ist Kurs und Flughöhe, am Zählwerk die Entfernung eingestellt worden. Angefangen bei der Industrie, die die einzelnen Bauteile liefert, wurde der Weg des Gerätes bis zur Front verfolgt. Jetzt ist das Gerät im Flugzustand und befindet sich auf dem Weg. Das Gerät kann aufgesetzt werden. Mit diesem Geschützzubringerwagen wird das 2,2 Tonnen schwere Gerät in einfacher Weise auf das Geschütz gesetzt. Die Zeit läuft. Noch 10 Sekunden. Rohr anlassen. Teillast. Volllast. Die Zeit läuft ab. Achtung. Abschuss. Nun ein Abschuss im Zeitlupentempo. Noch einige Aufnahmen vom Abschuss und Flug des Geräts FZG-76. Sektor. Da bist du ja.